Hallo und herzlich willkommen zu Kellys Backwelt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich starten mit meiner Weihnachtsbäckerei und gleich meine Lieblingsplätzchen, in dem Fall sind es Lebkuchen. Sie heißen Milchbrötchenlebkuchen. Ja, tatsächlich sind da Milchbrötchen drin. Und in meinem letzten Video habe ich euch gezeigt, wie man selber ganz tolle, fluffige und weiche Milchbrötchen backen kann, die nicht so aufwendig sind, aber super lecker sind. Und ja, oben im Eck verlinke ich euch dieses Rezept und meine Schüler haben die so geliebt, dass sie einfach gesagt haben, die kaufen keine fertigen mehr. Ja, also die dürfen auf keinem Plätzchenteller fehlen und zum Verschenken kann man die auch ganz gut nehmen. Die werden also wirklich gern gegessen. Also meine Freunde, meine Familie, die lieben sie über alles. Ja, jetzt sieht es so kompliziert aus, die Form. Da nimmt man einfach eine Lebkuchenglocke. Das kauft man einmal. Das ist eine Investition. Das lohnt sich wirklich, weil es erleichtert um einiges die Arbeit. Und ich möchte euch wirklich zeigen, wie einfach manche Dinge doch gehen. Ja, und wenn ihr die genauso mögt wie ich, dann müsst ihr dieses Rezept unbedingt ausprobieren. So, und jetzt geht's auch schon los. Viel Spaß beim Zuschauen und Ausprobieren. Los geht's mit den Zutaten. Für den Lebkuchenteig benötigen wir 320 Gramm Milchbrötchen. Das sind jetzt die, die ich selber gebacken habe, aber ihr könnt ja natürlich genauso gut die fertigen vom Supermarkt nehmen. Davon sind es dann 8 Stück, aber wiegt es einfach ab, damit auch die Mengenangabe stimmen. 320 Gramm. 100 Gramm Milch, 50 Gramm brauner Zucker, 80 Gramm Honig, 3 Eier der Größe M, 10 Gramm Backpulver, 300 Gramm gemahlene Mandeln, hier könnt ihr aber auch Haselnüsse nehmen, 10 Gramm gehackte Mandeln, 1 Esslöffel Backkakao, 10 Gramm Lebkuchengewürzmischung. Und hier kommt nochmal ein Teelöffel Zimt dazu. In der Lebkuchengewürzmischung ist da schon Zimt drin, aber um es zimtiger, also um intensiver zu machen, noch ein Teelöffel extra. Ein paar große Backobladen, die haben jetzt einen Durchmesser von 70 mm. Zum Bestreichen der Lebkuchen habe ich jetzt hier etwas Aprikosenmarmelade. Wie viel ich genau verwende, schreibe ich dann unten in die Infobox. Zum Überziehen der Lebkuchen habe ich hier eine Kuchenglasur, Vollmilch, aber ihr könnt auch Zartbitter verwenden. Das Rezept mit den genauen Angaben zum Nachlesen findet ihr wie immer unter diesem Video in der Infobox. Da der Lebkuchenteig sehr schnell zubereitet ist, heizt sich den Backofen nun vor auf 170 Grad Ober-Unterhitze. So, dann starte ich mit den Milchbrötchen. Das sind jetzt die, die ich gebacken habe. Und ich zeige euch auch noch die gekauften. Die sehen so aus. Und davon dann 8 Stück. Das sind dann die 320 Gramm. Aber da ich ja schon Milchbrötchen gebacken habe und eingefroren, habe ich dann immer wieder auf Vorrat und kann das jetzt entweder genießen oder auch natürlich hier zu einem Teig für die Lebkuchen Milchbrötchen weiterverwenden. Jetzt werde ich die Milchbrötchen ganz klein zerrupfen. Das dauert jetzt etwas und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Einfach so wirklich kleine Stückchen und in die Schüssel geben. So, nun bin ich auch schon fertig. Gut. Jetzt habe ich meine Küchenmaschine vorbereitet, habe jetzt den Flachrührer eingesetzt. Das ist zwar schon ein zäher Teig, also so ein klebriger Teig. Deshalb mache ich jetzt nicht den Knethaken, aber auch nicht den Schneebesen. Und wenn ihr das Handrührgerät verwendet, dann nehmt ihr einfach die Knethaken, jetzt nicht den Schneebesen. Okay, ich starte mit der Milch. Und dann gebe ich die restlichen Zutaten einfach nach und nach hinein. Und jetzt lasse ich den Teig, also alle Zutaten zu einem klebrigen, es wird kein geschmeidiger Teig werden, aber zu so einer also eine Lebkuchenmasse verkneten. Das geht jetzt nicht lange. So, jetzt sind alle Zutaten miteinander vermischt. Wundert euch jetzt nicht, dass der Teig jetzt so klebrig ist. Das ist richtig. Er zieht noch ein bisschen an, aber so wie er ist, ist er optimal. Und dann jetzt geht es dann weiter mit dem Formen der Lebkuchen.
So, jetzt geht es auch gleich weiter. Ich habe jetzt hier mein Backblech vorbereitet, die Dauerbackfolie reingelegt, aber ihr könnt auch noch ganz normales Backpapier verwenden. Meine Backobladen habe ich hier, dann die Lebkuchenmasse, dann habe ich hier so eine Kuchenpalette, eine Winkelpalette und so Messer. Ich zeige euch mit, wie man das dann macht. Was ganz arg wichtig ist, ist diese Lebkuchenmühle. Es gibt auch die Lebkuchenglocke. Und das ist so einfach, das kauft man einmal. So teuer ist es nicht. Das gibt's im Internet, kann man das bestellen, aber auch in größeren Haushaltswarengeschäfte. Da habe ich die auch gesehen, aber ich habe es übers Internet gekauft und einmal gekauft und es investiert. Und ihr seht dann die Arbeit, es geht dann ruckzuck. Der Teig ist schnell gemacht und mit dieser Lebkuchenglocke Mühle geht es ganz, ganz schnell. So, dann beginne ich mit einem Löffel. Voll Lebkuchenmasse gebe ich jetzt auf meine Lebkuchenmühle hinein. Ein Löffel reicht. Und dann nehme ich die Winkelpalette und streiche so im Kreis entlang die Masse schön rein, dass es schön gleichmäßig ist, mit etwas Druck. Ja, also müsst ihr nicht kräftig drücken und immer nur abziehen, sodass es dann auch unten glatt ist. Also ihr streift es immer so ab. Und wenn das gemacht ist, dann geht es mit der Oblade weiter. Die legt ihr dann da unten drauf. Etwas andrücken. Und dann könnt ihr gleich das aufs Backblech geben. Und zwar erstmal drehen. Die Mühle ist ja zum Drehen da. Also ich drehe das jetzt. Ich hebe es noch nicht ab. Ich drehe es vielleicht eins, zwei, dreimal. Dann halte ich es hoch und drehe nochmal und dann flutscht es runter. Seht ihr? So schnell ist gemacht. Ich zeige es euch nochmal. Ich nehme wieder einen Esslöffel voll Lebkuchenmasse. Dann zeige ich euch, wie man das auch mit dem Messer machen kann. Das geht genauso gut. Einfach reindrücken und abziehen. So sind die Lebkuchen schön gleichmäßig geformt und die sehen wirklich aus wie die gekauften. Aber schmecken tun sie natürlich meiner Meinung nach besser. Die Oblade draufsetzen, etwas andrücken und jetzt aufs Blech legen und noch nicht abheben, also wirklich direkt auf dem Blech einmal, zweimal, dreimal drehen. Dann hebe ich nochmal hoch und drehe es nur so lange, bis dann der Lebkuchen runterfällt. So ist es schön gleichmäßig und ja, hat einfach eine bessere Form. Und jetzt macht das so lange, bis die Masse fertig ist und dann werden sie auch gebacken. Oh, mein Backblech ist jetzt voll. Da haben jetzt 20 Lebkuchen Platz. Und jetzt kommen die in den vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Ober-Unterhitze für circa 20 Minuten. Aber ihr schaut einfach drauf, wenn es dann leicht, ja gut, die Bräune sieht man jetzt hier nicht durch durch den dunklen Teig. Aber wenn er dann trocken ist und wenn man anfasst, das ist so, also nicht mehr feucht, sondern gut ausgetrocknet, so circa 20 Minuten. So, meine ersten Lebkuchen sind jetzt fertig gebacken. Sie duften herrlich und die waren jetzt ein bisschen mehr wie 20 Minuten, so 22 Minuten im Backofen. Und das ist das, wenn ich sage, sie sind jetzt hier wirklich gut trocken, ja, dann sind sie schon fertig. Also klar, man kann sie jetzt mal in der Mitte aufbrechen. Vielleicht nehme ich jetzt das hier und zeige es auch, wie es im Inneren dann aussehen soll. So. Ja. Also ganz trocken ist nicht, aber auch nicht feucht. Es soll schon leicht, ja, schön saftig bleiben. Und es wird jetzt noch beim Auskühlen auch noch ein bisschen trocknen. Und jetzt lasse ich sie komplett hier auf dem Kuchengitter auskühlen, bevor ich sie weiter verarbeite, überziehe und schön verziere. Meine Milchbrötchen, Lebkuchen sind jetzt gut ausgekühlt. Die sind jetzt wirklich, man kann sie gut in die Hand nehmen. Und jetzt möchte ich sie erstmal bestreichen mit einer Aprikosenmarmelade. Die habe ich kurz in der Mikrowelle erhitzt.
und möchte sie dann bestreichen. Und das ist so eine schöne Glasur. Und da wird die Oberfläche auch glatter, weil wenn man jetzt drüber geht, merkt man auch, ja, da ist halt ein bisschen durch die Nüsse etwas grober. Dann habe ich noch die Kuchenglasur Vollmilch geschmolzen. Man kann sie zum einen klassisch dekorieren mit den Mandelstiften oder wenn man es ein bisschen verspielt haben möchte und aber doch noch schön, weil sie natürlich auch Lebkuchenmännchen passend zu den Lebkuchen sind. Da kann man mit denen dekorieren oder mit Zuckerstreusel und zu so Sternen. Aber hier ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Jeder kann es dekorieren, was wie er es gerne möchte. Und jetzt starte ich auch gleich damit. Ja, vorbereitet habe ich jetzt noch ein Kuchengitter und darunter habe ich Backpapier gelegt, dass wenn nachher dann die Schokolade runterläuft, dass sie einfach nicht auf der Arbeitsfläche landet, sondern direkt auf das Backpapier. Und ja, also ich habe noch einen Zahnstocher besorgt für nachher zum Reinstechen und ich starte mit meiner Aprikosenmarmelade. Ich nehme einen Pinsel in die Hand und streiche jetzt nur die Oberfläche des Lebkuchens. Schön verteilen. Ist nicht wichtig, dass man es dick aufträgt, sondern so, dass dann alles abgeschlossen ist. Das ist so eine Art versiegelt. Jetzt werde ich erstmal die ganzen Lebkuchen mit der Aprikosenmarmelade bestreichen, bevor ich dann mit der Schokolade weitermache. So können sie ein bisschen anziehen und etwas antrocknen. Also erstmal alle komplett durch und dann geht es mit der Schokolade weiter. So, alle Lebkuchen sind jetzt mit der Aprikosenmarmelade bestrichen worden und es geht jetzt weiter. Also wie viel ich verwendet habe, schreibe ich euch unten in die Infobox. Genauso wie viel Schokoladenglasur, Kuchenglasur verwende, schreibe ich euch auch, wie gesagt, unten in die Infobox. Die Schokolade darf gut ruhig etwas flüssig sein, damit sie nicht ganz so auf der, sonst ist die Schokolade so richtig dick auf dem Lebkuchen, also so in der Art, seht ihr? So darf sie sein. Vorher habe ich schon gesagt, ich habe hier jetzt einen Zahnstocher besorgt und ich steche jetzt hinten rein. Okay, es gibt ein kleines Löchle, aber es ist nicht schlimm. Hier kann man natürlich den Lebkuchen besser in die Hand nehmen und in die Schokolade reintunken. Und das mache ich jetzt. Also ich zeige es euch hier. Nur ganz kurz, nur bis zum Rand. Also nicht über die Oblade hin. Wenn es leicht drüber geht, ist auch nicht schlimm. Aber ich gebe jetzt einfach mal ein bisschen rein. Genau, dann hebe ich meinen Lebkuchen hoch und lasse es ein bisschen abtropfen. So geht die Schokolade runter und es verteilt sich gleichmäßig. Man kann ein bisschen genau die Hand bewegen, ein bisschen klopfen. Und dann vorsichtig am Rand abstreifen. Und dann nimmt er die Finger so dazwischen und zieht den Zahnstocher weg und legt dann das erste Lebkuchen hin. Und jetzt müsst ihr zügig dekorieren, weil die Schokolade jetzt natürlich antrocknet. Ich starte mit diesen klassischen. Da nehme ich einfach so Mandelstift in die Hand und lege drei obendrauf. Ihr könnt es auch anders machen. Aber die kennt man, die fertig gekauften, die sehen auch so aus. Oder so ähnlich. So. Genau. Und so macht er einfach weiter. Also ich mache jetzt einen Teil mit den Mandelstiften und einen Teil dann mit den kleinen Lebkuchenmännchen. So, ein Lebkuchen in die Hand nehmen. Unten kurz aufspießen, in die Schokolade reintunken, bis zu der Oblade, dann abschütteln und vielleicht auch am Rand klopfen. So verteilt sich's besser und die überschüssige Schokolade kann so abfließen. Dann etwas am Rand abstreifen, sodass sich das auch nicht auf dem Backpapier alles landet und ist dann auch Verschwendung. Und zum Schluss fehlt uns dann die Schokolade. Mit den Fingern nehme ich die dann so in die Hand, den Lebkuchen, und setze es hin. Dann dekoriere ich mit den Mandelstiften.
Und man sieht schon bei der ersten, beim ersten, es trocknet schon an. Also wie gesagt, jetzt nicht sich stressen lassen, aber doch zügig arbeiten. Diesen Lebkuchen möchte ich jetzt mit weihnachtlichen Motive dekorieren. Einmal so Lebkuchenmännchen, einmal vielleicht noch ein zweites dazu tun, dann noch ein Stern. Wie gesagt, ihr könnt da eure Fantasie freien Lauf lassen. Und dann mache ich noch so goldene Zuckerperlen drüber und fertig. Das ist auch noch eine gute Alternative. Und so mache ich jetzt mit allen weiter und melde mich später wieder. So, meine Milchbrötchen-Lebkuchen sind jetzt fertig dekoriert. Sehen sie nicht wunderschön aus? So, die Hälfte habe ich jetzt einfach klassisch mit Mandelstifte und die anderen ganz schön mit weihnachtlichen Motiven dekoriert. Und jetzt lasse ich sie komplett auskühlen. Sie sind jetzt auch schon, oder antrocknen, sie sind jetzt auch schon trocken, aber so, dass ich sie dann also stoßfest sind. Und dann kann man sie dann auch in eine Dose verpacken oder auch schön in eine Folie als Geschenk, in eine Geschenktüte, wie man will. Und fertig sind meine Lebkuchen. Wunderschön sehen sie aus, schmecken toll und das ganz Besondere ist bei diesen, dass da Milchbrötchen drin sind. Wenn man sie selber herstellt, schmecken sie um einiges besser, weil sie einfach, ja, geschmacklich besser sind als die gekauften, aber man kann beides machen. Ich habe auch gesehen, wie einfach das ist, mit der Lebkuchenglocke oder mit der Mühle, das, sie so herzustellen. Also es lohnt sich wirklich, die einmal anzuschaffen, dann hat man das auch. So, jetzt sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch. Es würde mich auch freuen, wenn ihr dieses Rezept ausprobiert, ihr mir Bilder schickt oder auch Kommentare schreibt. Jeden Donnerstag kommen neue Videos von mir, die ich rechtzeitig ankündige auf Facebook, Instagram und TikTok. Wenn ihr meine Videos nicht verpassen möchtet, geht gleich auf Abonnieren, das ist kostenlos und aktiviert auch gleich die Glocke. Dann werdet ihr informiert, wenn es ein neues Video gibt. Bis zum nächsten Mal, eure Kelly.